Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. Mal was Neues, würde ich sagen. Der Minecraft-Tag beginnt mit Regen. Den können wir sicherlich nicht mal wegschlafen. Nein, naja, na gut. Okay, dann würde ich sagen, wir machen erstmal weiter, damit hier... Boah, das sieht so viel besser aus. Naja, das verspricht eine, naja, ganz akzeptable... ein ganz akzeptables Bauernhaus zu werden. Boah, krass geiles Bauernhaus. Ist schon voll lang in Gebrauch. Oder nicht? Finde schon. Das ist so viel besser. Manu. Es kommt der Tag, wie gesagt. Da betrete ich den Server und muss euch sagen, dass ich überall die Wolle rausgenommen habe. Ich habe gar keinen Platz. Was machen wir dagegen? Wir bauen eine Truhe. Wir haben ja nur ganz wenig Truhen bisher. Ne? So. Macht das mal so. Und dann machen wir mal eine Truhe. Ja, nur eine. So, und der Rest wird auch weggeschmissen. Ich denke, die sollte er eigentlich daneben, aber naja. Oh, aufpassen, aufpassen. Das ist nämlich alles weiß gefärbter Lehm. Der soll nämlich genau nicht weg. Es soll nur die Wolle weg. Und, das darf weg. Das brauche ich halt alles eigentlich noch. Mann! Na gut. So wird es jetzt erstmal reichen. So, dass ich zumindest alles erstmal aufsammeln kann. Genau, und ich hier keinen Verlust habe. Der weiß gefärbte Lehm, den packen wir uns direkt hier runter. Twing, 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 twing. Ich lasse immer erstmal so eine Fensteröffnung. Ich muss mir eh gleich eine neue Schere holen. Das hätte mir auch mal früher einfallen können, dass ich direkt beide Scheren, die ich noch im Inventar hatte, mitnehme, ne? So. Und jetzt noch hier die letzte Ecke. Da sollte ich komplett drankommen. Ja, perfekt. Ja, wunderbar. Alles einsammeln. Dann machen wir jetzt direkt unten weiter. Denn wir müssen hier jede Menge Pflastersteine rausschlagen. Und dann das Ganze ersetzen. Ich mache das jetzt auch nicht peu à peu, so wie ich das vorher gemacht habe, sondern haue jetzt erstmal alles hier raus. Wuppa! Ach du Schande, es geht so scheiße schnell. Hier mit der Diamantspitzhacke. Oh, es wird aber dunkel. Es wird dunkel. Gleich kann ich doch sicherlich hier wegschlafen. Dann haben wir es hier wieder schick und schön. Moment, da sind noch meine 17. 17 reichen aber nicht aus. So. Irgendwie habe ich heute einen Knick in der... Irgendwie habe ich heute aber einen Knick in der Optik, kann das sein? Irgendwie haue ich alles momentan daneben. Sich daran, weil ich die Sonne ausgesperrt habe. Die liebe Sonne habe ich ausgesperrt. So, habe ich unten auch, ne, überall Fenster gelassen. Gut. Muss ja gleich sein. Jetzt habe ich nur noch einen. Na, großartig. Hier noch irgendwas? Jupp. Und jupp. Und dann muss ich eh jetzt oben einen neuen Ziegelstein machen. Und dann kann ich auch genauso gut mal den Regen wegschlafen. Für mich ist die Musik ein bisschen laut auf den Ohren. Gut, dass ich hinterher die Videos immer noch... Das sieht ja jetzt seltsam aus, wenn das hier abtrocknet, als würde es dampfen, ne? Ah, nee, das liegt an den Wolken. Das liegt an den Wolken, die sich hier gerade drin spiegeln. Wäre aber auch cool. Wäre aber auch total cool. So, ich habe die kleinen Teile dafür, habe ich hier reingepackt. So. Und wo ist der zweite Stack? Da. Wunderbar. Und mit 32 kommen wir aber nicht weit. Da muss ich aber noch mehr holen. Oh ja, so ist es. Wolle weg. Wolle, Wolle? Wolle, Wolle kaufen? Nein. Wolle einfach nur weg. Wenn ich Wolle will, muss ich Schafe scheren. Schafe scheren. Schafe scheren. Okay, hier kommt einfach nur so einer rein. Ah, perfekt, perfekt. Ja, hier muss ich mir nochmal was überlegen, ob ich das wirklich nur so klein mache, den Vorbau, oder ob ich ihn noch ein klein bisschen weiter rausziehe. Ich glaube fast, das Rausziehen würde mir besser gefallen. Jetzt holen wir hier den Stein raus und jetzt holen wir hier den Stein raus und dann holen wir hier den Stein raus und dann holen wir hier den Stein raus. Na,
Woran ist das angelehnt? Und dann hole ich mir ein Korn und dann hole ich mir ein Korn und dann hole ich mir noch ein Korn und noch ein Korn und noch ein Korn. Und so in etwa. So, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Ich habe sowieso so viel von dem Pflasterstein jetzt im Kontor verbraucht, zusammen mit dem Barty. Tup, tup. Gleich erstmal Holz wieder ersetzen. Schön eigentlich hier mit einem See ist. Oder ist das ein richtiger Fluss? Wartet mal. Guck mal eben, wird das... Na, das ist kein Fluss. Wäre aber auch cool. Wartet mal, wir können gucken. Manchmal kann man ja hier auch Flüsse verbinden. Ne? Bei Minecraft ist ja oftmals ein Gewässer angelegt, aber... Ja, gut. Wow! Das ist einmal ein großes Loch mit Wasser. Rein theoretisch könnte man das andere Wasser da reinfließen lassen. Dann könnten die Tintenfische nach oben schwimmen. Wobei ich glaube, die tun sich allgemein schwer damit, gegen den Strom zu schwimmen. Aber wir könnten die beiden hier miteinander verbinden. Das ist ja doof hier. Wartet, das machen wir mal. Dann machen wir das einfach mal ein bisschen größer. Zack. Sollte sich nämlich auch ausgleichen. Was? Wieso gleicht sich das hier nicht aus? Das ist doch doof. Von der Flussweite her dürfte das doch wohl passen. Na? Nee, Tatsache. Na guck, na doll. Das ist ja doll. Dann müssen wir das nochmal ein bisschen schöner machen. Nicht jetzt sofort, aber... So. Dann schlagen wir da auch noch was rein. Pass auf, und später mache ich den ganzen Fluss trocken. Möglich ist das. Dann machen wir das hier noch ein bisschen größer. Ah, das könnte jetzt an den Löchern im Boden liegen. Wartet mal, wenn ich die wegnehme, was passiert denn dann? Nee, wir haben immer noch Fluss hier hin zu diesen beiden Blöcken. Diese beiden Blöcke. Hier müsste einmal Wasser gegengeklatscht werden, damit das funktioniert. Ich habe einen Eimer dabei. Dann machen wir das doch einfach mal. Klatsch dagegen. Und fertig. Ich hab's gewusst. Nur hier vorne, da fehlt noch was. Da müssen wir einmal da in die Ecke was reinklatschen. Okay, passt auch. Wunderbar. Schöner, großer See entstanden. Mit so einem kleinen Engpass. Cool. Und ich habe Wasser dabei. Das packen wir aber mal lieber weg, weil sonst schmeiße ich mir das aus Versehen wieder irgendwo hin. Und dann sind alle Pflanzen wieder abrasiert. Und das wollte ich dann gar nicht. Ah, ist der Knick weg aus der Pupille? Kann ich jetzt wieder richtig setzen? Ich habe ja manchmal Probleme mit dem 3D. Dadurch, dass ich ja nur mit einem Auge sehe. Das andere Auge tut's nicht mehr. Ja, wundervoll. Deswegen drehe ich auch oft meinen Kopf, falls euch das schon mal aufgefallen ist, dass ich oft meinen Kopf bewege. Dann liegt das daran, dass ich versuche, Entfernungen abzuschätzen. Und auch, damit mir nicht schwindelig wird bei Spielen wie diesem, wo wir einfach so viele Bewegungen haben. Zack, und da sind sie schon zu Ende. Ach, Fondori. Mist. Ach, okay, dann nehmen wir das hier noch weg. Wobei, ich nehme einfach alles jetzt weg. Wenn ich schon einmal hier bin, dann nehme ich jetzt alles weg. Also im Vergleich, ne, wie lange es dauert, hier den Cobblestone wegzunehmen und wie schnell das geht, den Sandstein wegzunehmen. Das ist schon krass. Ein richtiges Trommelgewirbel dann. So, wie gesagt, den vorderen Bereich lassen wir mal noch. Hier nehme ich noch weg. Plop, 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 plop. Poppt mir alle entgegen. Dung, 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 dung. Ich liebe es. Ach, wie geil. Ich sollte mal in eine Wüste gehen und da ein bisschen Sandstein abbauen. Mit dieser Spitzhacke hier. Das ist eine wahre Freude. Eine wahre Freude. So, gut. Ich habe alle eingesammelt. Dann wollen wir mal hier nochmal die Füße ordentlich drunter setzen. Schwupp. Und schwupp. Und schwupp. Schwupp. Fertig. Ja, meine Schere ist leider auch nicht mehr so besonders gut. Vielleicht kann ich aber... Ah, guck mal.
Von hier unten aus kann ich tatsächlich den gesamten oberen Bereich entwollen. Oder entwöllen. Entwollen wir mal den ganzen oberen Bereich, solange wie die Schere noch was taugt. Und danach holen wir eine neue. Mist! Nein! Verdorri, dann kann ich jetzt hier noch. Weil ich das ja jetzt erlaubt habe, dass es hier so ein Gefälle gibt. Toll, okay. Schere ist hinüber. Dann wollen wir mal noch alle Wolle einsammeln, an die ich drankomme. Genau, ich werde dann am besten einfach hier oben auch direkt den Lehm einsetzen. So, weil dann kommt die restliche Wolle runter, hoffe ich. Wenn sie geneigt ist. Hui, hüpf, 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 hüpf. Zack. Runtergespuckt. Und der und der. Plack, da ist er runtergefallen. Wahrscheinlich liegt trotzdem genau oben in den Fensteröffnungen noch was, oder? Hey, Mr. Enderman. Willst du mal mein Schwertlein sehen? Ne? Willst du nicht? Wo ist er hin? Och, der doofe Ender. So, die kann ich aber schon mal mitnehmen. Wobei, die kann ich ja jetzt noch mit der Faust wegnehmen. Dann habe ich wenigstens dieses Fenster hier komplett schon mal mit Lehm. Da ist nichts mehr nach draußen gefallen. Sehr schön. So, da mache ich es nicht. Weil ich da nach oben einsetzen muss. Und da kam ich mit der Schere nicht mehr dran. Ich guck mal, wie es jetzt hier mit meinen Bäumen aussieht. Das gibt's doch nicht. Wieso wachsen denn die nicht? Ich glaube, ich muss mal mit der Knute kommen. Mit der Knochenmehlknute. Eine KK. Eine KMK, die Knochenmehlknute. Guck mal, ich habe ein bisschen Samen mitgenommen. Dann können wir hier nochmal schnell was einsäen. Säen, säen, säen wir. So, da haben wir 1, 2. Dann packen wir jetzt noch Wasser hier rein. Komm schon. Nimm mein Wasser. Und einmal außen rum. Dann vielleicht nur ein bisschen arg nah an den Bauernhof ran, hä? Vielleicht sollten wir nicht näher als so hier dran kommen. Das waren 4. Das waren 4. Gibt's hier noch ein bisschen was? Ich meine, es ist nicht so, als würde ich an Samenmangel leiden. Ach, da habe ich auch noch was. Gar nicht eingesät. Naja, egal. Hauptsache, mir hüpfen die Häschen hier nicht so doll auf meinem Feld rum. Ah, ich finde es wunderschön, dass es hier jetzt mittlerweile mehr Wege gibt und so. Ich glaube, ich sollte noch, wobei, das ist direkt ein Haus am Dorfplatz. Da brauche ich natürlich keine Bäume drumherum. Ich könnte um den Dorfplatz drumherum ein paar Bäume machen, aber das mache ich auch nicht. Oh, und ich kann gucken, ob ich Post habe. Der Barty hat gesagt, es kommt wieder Post. Es wird wieder Post geben und ich soll auch aufpassen, was genau in der Post steht. Manchmal ist es ein kleiner Hinweis auf Dinge, die da kommen werden. Also gucken wir. Gucken wir nach der Post. Nein, keine neue Post. Na gut. In Ordnung. Zack. Barty, du wirst sowas von Fame. Dadurch, dass du hier was auf meinem Server baust und ich dich so oder so ständig erwähnen muss. Ach, ich finde das gut. Wartet mal, Knochenmehl muss ich mitnehmen. 36 Stück werden ja wohl hoffentlich erstmal reichen. Ich packe auch hier die ganzen Setzlinge weg, weil die beiden Bäume werden mir ja wohl hoffentlich Setzlinge droppen, wenn ich sie brauche. So, dann kann Wolle weg. Sand, weiß gefärbter. Sand, ja stimmt, ich habe Sand mitgenommen, ich erinnere mich. Dann brauche ich meine Schere. Meine zwei... Oh, ich habe die doch mitgenommen. Clevere Ridger hatte doch schon die Schere mitgenommen. Dumme Ridger hatte es nur vergessen. So, aber die können wir mitnehmen. Ja, großartig. Großartig. Machen wir mal direkt neue. 1, 2 und 3. Naja, mit 48 kommt man auch nicht so lang hin.
Aber ich hab ja noch. Ich kann ja noch. Boah, shit, es wird voll. Hier wird's jetzt gerade aber ein bisschen voll. Wir packen mal Pflasterstein weg. Das ist der Lehm. Wir packen auch den Sandstein weg. Und die drei kleinen Sandbubbel, die ich noch irgendwo mitgenommen habe. Und Erde. Ich brauche nicht ganz so viel Erde. Ich brauche nur 56 Erde. Den weiß gefärbten Lehm packen wir schon mal weg. Holz halte ich erstmal nochmal fest, aber der Apfel kann weg. Ich mache mal heute keinen Notch-Apfel. Ich versuche es nicht, sagen wir so. 13 Äpfel ist doch schon mal fein. Essen, essen, essen. Ah, wir haben aber Kartoffeln, die gar nicht... Moment, Monsterloot. Ups, ich war ja schon richtig. Wir haben noch normale... Pommes de terre naturell. Valia, ist das richtig? Also ungekocht, meinte ich damit. Ungekocht und ungebraten. So, jetzt kann ich hier nochmal schnell ein bisschen was... oh, das machen wir lieber wieder unten, genau. Oh, 34, 34. Wie ist denn das zustande gekommen? Da können wir ja wieder ein Buch verzaubern. 34, das ist ja fein. Denn meine Axt ist ja auch verzaubert, verzaubert. Ich brauche immer noch Glück. Eine Glücksaxt ist, glaube ich, nicht so glücklich gewesen, oder? So. Ach nee, ich packe da einfach alles rein. So. Und was haben wir bekommen? Feuerschutz. Miau, 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 miau. Na gut, aber ich bin hier unten und dann holen wir noch mal ein bisschen Leben. Meine Güte, das sind so abwechslungsreiche Folgen, wenn man irgendwas baut, ne? Ah, der und der Rohstoff ist mir ausgegangen. Verdorri, da muss ich jetzt aber erstmal wieder was holen. Hm, der andere Rohstoff ist mir jetzt auch ausgegangen. Wie schrecklich. Da müssen wir erstmal noch was holen. Ich pack das hier weg. Hier wird jetzt kein Monster erscheinen, nur weil ich jetzt hier die Fackeln weggenommen habe. Jetzt brauchte ich noch eine Glücksschippe. Ich habe ja, wie gesagt, kein Glück. Und ich glaube, so eine Schippe wäre auch ganz schön schnell kaputt, ne? So, ist auf jeden Fall fertig. Ich kann mal gucken. Obacht. Obacht, Ledger. Zack. Wir können mal gucken, ob ich Glück habe. Ich meine, ich habe kein Glück. Sonst hätte ich es schon längst auf eine Spitzhacke gepackt. So, wir haben unsere Sachen hier. Stärke, Stärke, Schärfe, Schärfe, Schutz und Schärfe. Feuerschutz, na, da kann sich das andere gleich mit einreihen. Köder, Federfall, Bann, Unendlichkeit, Glück. Ha! Bop, 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 Glück. Wasseraffinität, Schusssicher, Nemesis der Gliederfüßer und Badam, Badam. Sollen wir uns im Ernst eine Glücksschuppe machen? Ja, wir machen eine Glücksschippe. Schippe. Schaufel. Ihr sagt Schaufel, gell? Ich sag Schippe. Machen wir uns eine Glücksschaufel. So. Da ist sie. Ich glaube, Effizienz habe ich nirgendwo, oder? Effizienz wäre auch gut. Oder Haltbarkeit. Haltbarkeit wäre auch gut. Schusssicher. Nemesis der Glieder. Dann ist das jetzt... Obwohl, Haltbarkeit, das wäre schon wichtig, oder? So wie hier, die Diamantspitzhacke. Die ist ja auch schon ganz schön haltbar. Ach, kommt später da drauf. Ich brauche mein Glück jetzt. Ich brauch's Glück jetzt. Meine Glücksschaufel. Totale Verschwendung, kann das sein? So, aber dann gucken wir jetzt mal. Ta-da-da-da-da! Das wird jetzt was. Eieieiei. Genau. Ich habe 64 und 64 doch jetzt ne? 64. Mal gucken. Mal gucken, was wir hinterher rauskriegen. Ich bin gespannt. Eigentlich müsste es, hoppala. Gut, abgesehen davon, dass es jetzt natürlich schön schnell geht,
müssten wir ja jetzt auch jedes Mal mehr bekommen. Es sei denn, wie gesagt, das war jetzt die totale Verschwendung, weil bei Lehm kommen immer nur 4 raus, egal was, ne, was da kommt. Naja, ich bin gespannt. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, was es kosten wird, meine Glücksschippe zu reparieren. Was passiert wohl, wenn man Glück auf eine Angel parkt? Ich werde ganz viel Glück bekommen. Ich werde es auf die unnötigsten Sachen packen. Auf eine Schere zum Beispiel. So. Gut. Das ist eine Menge. Ich erübrige mir jetzt das Nachrechnen. Irgendwann brauche ich dann nämlich doch einen Taschenrechner. So. Ja, wow, da können wir aber mal wieder was brennen, würde ich sagen. Ah, Glas. Ich brauche das Glas aber jetzt noch nicht sofort. Okay. Die Zeit schreitet voran, wie ich sehe. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt trotzdem erstmal zurück und lassen noch mal hier die Akazien wachsen, denn wie gesagt, bei den Akazien habe ich bisher nicht so viel. Ich habe vor allen Dingen überhaupt gar keine Stämme mehr. Insofern wollen wir da mal was ändern. Ach, es ist auch schon wieder Nacht geworden. Na, wundervoll. Machen wir einen kleinen Nachtspaziergang zum Bauernhof. Ich bin gespannt, ob das wirklich gut aussieht mit dem Akazienholz als Dach. Aber es ist halt schön rot. Es ist tatsächlich zumindest in diesem Resource Pack roter als... ist das schön, wenn da diese... Hi, Spinne! Ah, ich habe dich gar nicht gesehen. Du mich auch nicht, ne? Jedenfalls nicht sofort. Wie geil. Tschüss. Ich gehe mal die Nacht wegschlafen. Hat die dann wohl noch Aggro auf mich? Oh. Schnell schlafen. Oh, das da hinten sieht aus wie ein Männchen. Schneller schlafen. Ist sie noch mit reingekommen? Hey du, na, hast die Aggro verloren? Oh, wenigstens ein Baum ist endlich hochgewachsen. Na dann. Nimm dies. Und das. Und das. Und jetzt wachst doch schon. Ihr seid aber hässlich gerade geworden. Das kann ich euch mal sagen. Also solche Akazien finde ich doof. Ich meine, sie sind zum Abernten etwas besser, muss ich mal sagen. Ich glaube, da ist noch was drin. Aha, ich habe es doch gewusst. So, mal gucken, ob jetzt der Rest runterkommt oder nicht. Ach, du, mein Freund, hast mir den Gefallen getan und bist einfach irgendwann, wenn auch irgendwann, brav nach oben gewachsen. Da ist noch irgendeiner. Ja. So, mal gucken, ob da sich noch was drin versteckt. Das ist immer der Nachteil bei Akazienbäumen, dass sich da irgendwo noch Holz drin versteckt. Super, da haben wir schon mal Nummer 1. Und es ist nichts mehr drin. Na, perfekt. Gut, ich warte dann jetzt einfach noch ein bisschen, dass hier die Setzlinge runterkommen. Aber hier kann es natürlich sein, dass die Setzlinge runterfallen. Das ist suboptimal. Da werde ich mal eben für sorgen, dass das nicht passiert, indem ich da noch mal ein paar Slabs hinbastel. Das sollte jetzt dann aber reichen. 18 Stück, ja, das reicht wohl dicke. So, Slab. Slab, 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 Slab. Und Slab, Slab. Und Slab, 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 Slab. Oh, wie immer. Fail. So, was habe ich da? 2. 2 ist vielleicht aber gar nicht ausreichend, oder? Ich habe noch 4. Machen wir es jetzt einfach hier voll. So. Gut, also alle bitte nur hier runterfallen. Ah, verdammt, ich sehe schon, die da sind außerhalb. Habe ich denn schon verwurf? Außer diesem einen Slab, der da runtergefallen ist.
Gut, aber ich habe wenigstens schon mal alle beide wieder zurück. Das ist schon mal schön. Da kann ich wieder neue Akazien hinsetzen. Slap. Komm ins Körbchen. Gott, das hat mein Mathelehrer früher immer zu allen gesagt, wenn wir in die Klasse zurückkommen sollten. Husch, husch ins Körbchen. Das war total creepy. Weil der Typ war auch total creepy. Aber super nett. Das ist ja so oft so, dass die Menschen, die irgendwie so ein bisschen seltsam sind, oftmals von innen so lieb und herzensgut sind. Das ist unglaublich. Wir haben ihn geliebt. Wir fanden ihn am Anfang furchtbar, als wir den bekommen haben. Wir haben den bekommen, weil wir hatten einen Afrikaner als Klassenlehrer in der 5. und 6. Klasse. Und der war halt ein guter Englischlehrer, weil er eben halt muttersprachlich Englisch gesprochen hat. Englisch und Französisch, weil der kam nämlich aus dem französischen Teil von, also auch Elfenbeinküste und so. Und der hat uns aber abgegeben, der wollte irgendwie gar nicht wirklich Lehrer sein, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir dann diesen anderen Lehrer bekommen, Mathe- und Physiklehrer. Das war ja schon mal toll für mich. Aber er war so ein herzensguter Kerl. Jemand, der im Kindesalter Kinderlähmung hatte und sich dann so macht, dass er alles wieder tun kann und sogar einen Doktor der Mathematik wird. Gut ab. Aber creepy. Creepy war er auf jeden Fall. So, aber mit diesem großen Vertraut allen creepy Menschen vielleicht verabschiede ich mich. Macht's gut. Tschüss, bis morgen.